So Leute, herzlich willkommen zurück beim Spiegel, ein Spiegel an der Wand. Wer ist der musikalischste im ganzen Land? Was befindet sich hinter diesem Spiegel? Es gibt einen Speicherpunkt, das heißt, es könnte echt schlimm werden. Obwohl, wenn ich überlege, wann kam der letzte Speicherpunkt? Das ist eigentlich schon eine Weile her. Aber egal, ich hoffe jetzt mal... Oh. Was, wir sind schon durch? Abend 4. Aber... Hier gab's doch noch mehr. Es gab doch noch mehr. Nein! Aber wenigstens haben wir beide gefunden. Ich fühle mich so schwach. Natürlich tust du das. Wem ging das nicht so, wenn er auch so oft wie du, ich bin so hungrig, gerufen hat? Warum bereitest du mir kein Steak zu? Mit dem Zauberkünsten solltest du ihm nur eins aus dem Hut zaubern können. Entschuldige, aber die Zauberei kann man sich nicht aus Bequemlichkeit bedienen. Wenn das möglich wäre, sollten wir uns zuerst all den hungernden Kindern in den Städten widmen. Außerdem löst man nichts dadurch, dass man sich aufregt. Wir müssen ruhig bleiben und entscheiden, was wir tun wollen. Ich werde verhungern! Ja, klar. Fertig, Salsa. Ja, ihr habt uns gefunden. Ja, da. Wir sind gerettet. Puh. Ja, und zwar in mehr als einer Hinsicht gerettet, würde ich sagen. Hä? Ist nicht so wichtig. Jetzt kann sie Beat aufessen. Kannibalismus pur. Ich interessiere mich sehr für die in dem Bild dargestellten Personen. Sie scheinen wegen einer schwierigen Entscheidung mit sich zu ringen. Oh. Minister. Wessen Minister? Ihm in unseren königlichen Schatz geben? Wie kann er nur so mit dem Herrscher einer Nation sprechen und derart unverschämte Forderungen stellen? König, höre mich an! Oh, du weiser König, das ist ein unerhörlicher Affront gegenüber unserer stolzen Nation. Zum Spiegel nachzugeben, würde den guten Namen der tapferen Ritter von Barock beflecken. Jetzt ist nicht die Zeit, sich durch das Geschwätz von Narren vom rechten Weg abbringen zu lassen. Lass dich vielmehr von dem Licht deines ritterlichen Geistes führen. Sie warten auf deinen Befehl, mein Lehnsherr. Auf deinen Befehl werden die Jungen wie alten Männer wie Frauen und sogar die Biester sich stolz erheben und gegen unseren Gegner in den Kampf ziehen. Also hat der Minister irgendwie... Die Nation rückt dem Krieg somit immer näher. Stolz, der Name, den wir dem wertvollen Schatz geben, den unsere Vorfahren mit so viel Sorgfalt kultiviert haben. Ein Schatz, der wahrscheinlich im Herzen jedes Mannes lebt. Es ist ein... Nein. Ich werde es nicht sagen. Oder entscheiden wir uns für den Schatz des Lebens, der in der Brust jedes Mannes brennt? Ein Schatz wie kein anderer. Es geht noch weiter? Oder sind wir erlöst von den Qualen auf kopfstoßenden Wänden? Ich glaube nicht. Aber es könnte jetzt langsam aber sicher ein Boss kommen. Menuet! Manuel, bitte warte! Nein, Chotamatik und sei! Ja! Jetzt sind sie vorne. Sie sind vorne hingelaufen und jetzt sind sie wieder hinten und ich muss selber laufen. Gibt's hier eine Kiste? Ich weiß nicht, könnte ja sein, dass so eine Kiste versteckt ist, aber glaube nicht. Whee! Oh, Gegner! Oh. Was zum. Wieso hast du mich gesehen, Kirby? Kirby! Lass mich! Boah, danke, Kirby. Du bist der Größte. Oh, das war ein anderer Kirby. Der war dunkel. Oh mein Gott, Skorpione sind doch auch hinhalten. Oh, jetzt schon eine neue Waffe für die neuen Mitglieder? Unglaublich. Ich glaube, das ist was für sie, oder? Nein, für sie war das nicht. Ah, Rochin. Wow. Kurzer Speer von einem Inselvolk im Osten. Sehr anpassungsfähig für maximalen Effekt mit Schild verwenden. Ja. Er hat ein Schild. Das ist gut. Also ein Speer und Schild ist wirklich effektiv. Man kann sich schützen und angreifen gleichzeitig.
Der sieht einfach alles, dieser Kirby mit Brille. Skorpione sind doof. Oh Gott, der hat mich aber gesehen. Der wartet auf mich. Der wartet nur. Ja, und jetzt kommt er. Oh, Kiste. Verdammt! Yeah, die Parkgäste sind Level aufgestiegen. Sehr gut. Und ich musste sie eigentlich schon wieder mal heilen. Weil sie ist verletzt. Maß 2 gehalten. Schon wieder eine neue Waffe. Ja, aber egal. Oh, okay, schau ja mal. Mars Zweig. Mit einem Kristall geschmückt im Auge des Kriegsgottes stärkt den Träger. Okay, Moment. Also, sie ist 22. Das heißt, Frederik oder Salsa kommen jetzt hoch. Nehmen wir Salsa. Frederik kommt für Serenade. Für die Marmelade. Und das soll eigentlich gut sein. Ich lass mal die Gruppe so bleiben und hoffe mal, dass es sich ein bisschen warten lässt, bis der nächste Gegner kommt. Die sind schnell unterwegs, denn sie sind Flugzeuge mit Kerosin angetrieben. Heiligen Gewand. Heilt das? Das kann doch einfach Leute heilen, wenn sie es will. Heiligen Gewand? Nö, hast du nicht. Jolly Roger? Aus einem Piratenflagge hinten ist ein Totenschädel zu sehen. So wie auf der Kapuze von ihr. Und Gnadenhauch und Lachikus. Okay. Was zum. Das ist so viel besser? Lederjocke, du hast auch noch was besser. Elegante Kleidung. Ja. Leder Kutschermantel, Lederjocke, passende Rüstung, Tigerrüstung. Kokettes Heiligengewand. Moment. Nein? Nein, okay. Heiligengewand. Bekleidung, die von einem legendären Heiligen gewebt worden sein soll. Rüsten wir aus. Okay. Habt ihr überhaupt noch irgendwas anderes? Nein? Nein. Okay. Du sehr wahrscheinlich auch nicht? Nö? Nein. Okay. Dann lassen wir es so bleiben. Geht das echt noch bis da hinten? Oh. Oh. Natürlich geht es noch darunter. Nein. Och, Gegner! Warum seht ihr mich hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Kirby. Er hat mich gefangen genommen. Ich weiß nicht, wieso. Hat sie gerade einen Buff drauf gehabt am Jo. Stopp. Also ist das wegen der Kleidung oder ist er bescheuert? Also Abwehr ist ja schon sehr hoch, also. Hat mir aber nicht so gefallen. Das, die Abwehr ist zwar hoch, aber man konnte sehr, sehr, sehr lange nicht mehr laufen. Und das ist Kaka. Das ist jetzt wirklich Kaka. Deswegen ist die Jacke Kaka. Ja. Vielleicht heißt sie auch so. Der wird mich sowieso wiedersehen. Oh. Oh mein Gott, die Gegner ballern rein. Oh. Beat ist gestorben, ja. Er ist gestorben. Und alle anderen sind so richtig verletzt. Das ist... Wow, also... Die haben was drauf, die haben was auf dem Kasten. Ich glaube, es wäre, glaube ich, mal Zeit, wieder ein bisschen zu trainieren. Oh Gott. Ich hoffe mal nicht, dass der Boss jetzt schon kommt in der Folge. Ansonsten bin ich sowas von am Arsch. Aber ich schätze mal, der kommt gleich. Oh mein Gott. Nein. Ich könnte jetzt schon kotzen. Okay, ich werde den jetzt besiegen. Für Level. Boah. Was, so Schneekruste, irgendwas, ich weiß nicht, ich nein, ich will nicht, Gegner. Ich speichere mal schnell, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe meine Gruppe also verändert, weil ich habe das Gefühl, weil wir schon alle gefunden haben, werden wir noch den Bossgegner vor uns haben. Und da die Gegner mich schon so richtig platt machen. Vollmond, oh. Wenn die Gegner mich schon so platt machen, wie wird's dann mit dem Boss sein? Bitte lass mich hier raus, ohne einen Boss zu haben. Seit ewigen Zeiten wird sich erzählt, dass alle Dinge, welche den Jahren standhalten, einen Geist besitzen. Spiegel, ich frage dich jetzt. Soll ich mein königliches Zuhause verlassen und in das Land meines Gegners marschieren? In eine Zukunft, in der die Ehre der königlichen Familie befleckt ist? Oder stattdessen soll ich das Volk unter meiner Fahne zusammenrufen und das Blut Tausender in einem bitteren Krieg vergießen?
soll ich leiden? Schmerzen und Hass hervorrufen? Triff jetzt deine Entscheidung. Komm wir raus? Ich will raus. Ich will raus. Nein. Nante. Oh mein Gott. Wieso? Nein. Ich werde sowas von Kaka sein. Okay. Boss Time gegen komisches Teil. Ja, ich habe mal die Starken rausgepackt. Yay, 3000 Schaden auf einmal. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich hätte gedacht, ich kann nicht heilen. So, jetzt kann ich sie. Oh. Oh, verdammt. Das ist aber schlecht, wenn ich jetzt mit allen zusammengehe. Das ist eigentlich eine schlechte Gruppe. Das sind alle Nahkämpfer. Ich kriege das Abwehren einfach nicht mehr hin. Oh, geh zurück. Oh, Block. Genau. Was? AOE-Schaden? Das auch noch? Oh, Flächenschaden. Nein. Oh, ich muss dadurch. Dadurch, bitte. Danke. Oh mein Gott, ich hätte Polka. Windenergie? Ach so, das war wieder. Ich hätte die Waffe ändern sollen. Weil das Problem. Ich kann nicht heilen mit ihr. Oh mein Gott. Er ist stark. Doch ich bin auch stark. Manchmal. Ich muss mich ein bisschen besser konzentrieren. So, so, mal anders hinsetzen und jetzt geht das wie vor Buddha. Sollte ich das wirklich so machen? Ich glaube, ich mache gerade einen riesen Fehler, dass ich meine Echo-Punkte nicht ansammeln tue. Jetzt geht er schon wieder zurück. Das geht viel zu schnell! Oh oh. Ich hab verloren. Nein! Okay, also, Crescendo, es liegt an dir, kleiner Bursche. Oh mein Gott, ich werde sowas vor vergacken. Ich meine, einen Angriff! Und da haut mich weg! Jetzt habe ich wieder Zeit zu blocken. Alles klar. Ich glaube, dann. Ah, nee, dann komme ich wieder. Also, ich habe keine Engelstrompete mehr, die sind alle aus. Wegen voll. Oh mein Gott. Kristallgericht! Ja, geblockt! Schaffe ich es mit Crescendo ihn zu besiegen? Jetzt nicht, aber ich gebe mein Bestes. Aber das Problem ist, wenn ich ihn so besiege, dann kriegen die anderen ja gar nichts mit. Aber ein kleiner Fehler und ich bin hinüber. Müsste ich wieder heilen. Ich glaube, ich mache das einfach. Oh, wieso Heilung muss sein? Ich, oh, verdammt, ich wollte nur mal. Was? Nein! Oh. Aua! Das tut weh! Oh. Aua! Nein, ich habe geblockt. Das tut nicht weh. Oh Gott. Kann ich den Kampf neu starten, ohne dass ich Game Over gehe? Schauen wir mal. Nein, natürlich nicht. Ja, wenn ich blocken kann, dann funktioniert alles sehr prächtig. Oh, er ist schon eigentlich am Boden. Das ist sehr cool. Aber, oh, ich muss mich heilen. Und wie? Verdammt! Ah, dieser Angriff macht zu viel Schaden. Der eine Angriff macht einfach zu viel Schaden und er geht viel zu schnell zum Blocken. Seht ihr, 3000 Damage. Zweimal dieser scheiß Angriff und sie sind hinüber.
Das ist unglaublich. Ich habe der Pokémon eine andere Waffe angezogen. Die ist zwar nicht so stark wie die andere, aber es macht ein bisschen mehr Schaden. Wir können wenigstens mal heilen. Das ging ja vorhin gar nicht. Gut, also, Poké-Erdheilung ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, da treffe ich wieder nicht. Mit der Poké? Ich komme mit ihr nicht klar. Ich kann das nicht blocken. Hör auf! Mann, oh Mann. Das kann ich auch nicht blocken. Arigato gozaimasu. Manchmal denke ich einfach, du spielen kannst mich mal. So, mit dem mal ein bisschen angreife ich auf. Ja, genau, die Poké kommen dahin. Das ist gut. Geh ich ein bisschen näher hin? Ja. Erdheilung! Dann geht er wieder zurück. Es geht einfach. Ich bin zu alt für das Spiel. Ich bin definitiv einfach zu alt dafür. Ah, ja Gott, nochmal. Gibt's doch nicht. Ja, heil dich selbst ein bisschen. Ja, ganz wenig. Okay, mit der Poké werde ich nicht mehr angreifen. Die ist nur hier zum Heilen und ein bisschen Normalangriff. Ich schnell es. Nein! Ich kann es einfach nicht. Es geht nicht. Die Poké wird hinüber sein. Nein, wird sie nicht. Tomate Güte sei, ich habe geblockt. Ich habe geblockt, Spiel. Ja, geblockt. Und weißt du, was geblockt heißt? Gleich weniger Schaden. Aber nein, das Spiel ist das scheißegal. Er steht auf junge Frauen. Oh Gott, ey. Das Spiel wird mich noch an meine Grenzen bringen. Ich habe vier Gegner. Oh mein Gott, ich komme. So, ich habe geblockt. Jetzt macht's nicht mehr so viel Schaden. Warum hat das denn vorhin so viel Schaden gemacht? Tut mir leid, ich muss gerade ein bisschen. Muss gerade ein bisschen Dampf aus und ablassen. Das geht da nicht. Du hast Zeit zum Blocken. Eine Sekunde? Und in der Zeit bewegt sich die Kamera. Ja, alles klar. Kein Problem, oder? Ja. Das geht einfach nicht. Ich krieg's nicht. Ich weiß ungefähr, wann es kommt, aber nein, es geht einfach nicht. Ich kann es nicht. Galaxy Stream! Oh Mann, oh Mann. Meine Fresse. Tut mir leid, ich bin gerade sehr, sehr, sehr am Anschlag. Und ich versuche mich gerade sehr, sehr zu konzentrieren, um diesen Scheißgegner endlich mal zu vernichten. Es ist nicht das zweite Mal, wo ich ihn versuche. Nein, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal versucht und es ging einfach nicht. Und so schlecht bin ich ja auch nicht. Ich mache ja Schaden. Vorhin hat es ja auch funktioniert. Warum macht er plötzlich wieder die Asshole-Attacken? Sind schon wieder. Du kannst mich mal. Aber die Poké ist auch schon wieder tot. Ich kann blocken, was ich will. Sie wird sterben. Nein, wird sie doch. Oh, du machst mal schön enges Trompete. Eine schöne Erdheilung. Und jetzt heilt sie sich nicht. Deswegen Sterneplätzchen. So, und jetzt habe ich nur noch ein Bucket der Göttin. Und dann ist vorbei. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht gerade. Ich glaube, ich muss einfach aufhören mit dem Spiel und wegen dem anderen Tag wieder weitermachen. Oh, du kannst mich echt mal, du blöder Sack, du. Jetzt blockt er doch. Geh mal in die Knie und lass mal gut sein. So, Crescendo ist jetzt auch wieder hinüber. Nein. Oh Gott, oh mein Gott. Oh, du Schwein, du! Komm her! Jetzt kommt die
Hocker. Und jetzt sind alle wieder... Oh, warum konnte nicht zu als Crescendo kommen? Jetzt kann ich ihn nicht heilen. Oh, oh Mann! Galaxy-Stream! Wir haben alle überlebt. Erfahrungspunkte wie blöd und ein Chakra. Oh Gott. Ich bin so froh darüber. Oh mein Gott. Wie könnte ich heulen? Oh mein Gott. Das war sicher der Hund. Ja. Scheiß auf den Hund. Ich will hier raus. Und ich hab mich kürzlich aufgeregt. Deine Schwester ist tot. Mal schauen, wie dir das gefällt. お様はその判断を鏡に任せてしまったのが間違いだったのでしょうか。鏡というのは自分の姿を映すものです。外見だけでなく内側もありのままに映すもの。鏡の精霊に判断を委ねてしまったように見えて、 実は自らの判断だったのだと思います。祖父は己の内面に問いかけ答えを出した。人は常に選択しています。夕食の時に飲むワイン選びから生死を分かつような重大なものまで、その積み重ねが道を作り明日を決めるのです。 ただし、その判断を他人に委ねてはいけない。なぜなら、その者が正しい選択をするとは限らないからです。そうなった時、一体誰が責任を取るのか。それはもちろん自分です。誰かが責任を取ってくれるわけではない。一人の人間として 精一杯生きるには、ただ導かれるままに歩むのではなく、どんな結果になろうとも、行く先を、未来を自分で決断すること、それが大事だと思うのです。後悔はしたくありませんからね。はい。 Kleiner Hund, Walzer. Aber es war nicht Walzer. Der Hund ist anders. In diesem Stück, das später als der Minutenwalzer bekannt wurden wollte, Chopin, dass die Musik so klingt wie ein Hund, der seinen Schwanz jagt. Die Idee kam ihm... Er komponiert das Stück Ende 1846, 3 Jahre vor seinem Tod. Und jetzt geht's wieder sehr lange, bis der nächste Text kommt. Zu diesem Zeitpunkt war die Liebesbeziehung zwischen Chopin und George Sand schon deutlich abgekühlt. Ein Jahr später endete 1847 die Beziehung von Chopin und Sand nach knapp über 9 Jahren.
Für Chopin bedeutet das Beziehungsende auch, dass er den Komfort von Nohant aufgeben musste. Chopin hat viele seiner Meisterwerke in Nohant komponiert. Für ihn war dies ein Ort, an dem er die Erinnerung aus seiner Heimat wieder aufstehen lassen kann. Ungeachtet der daraus resultierten Konsequenzen war die Trennung unvermeidbar. Ihre Beziehung war an einem Punkt angeordnet. Durch seine Trennung von George Sand verlor Chopin einen Ort, an dem er seinen Kumpel... Was soll das? Möglicherweise war es für Chopin so, als hätte er den Ort verloren, mit dem er sich am meisten verbunden fühlte. Man sagt, Sand und Chopin vorgeschlagen, ein Stück über den dummen kleinen Hund zu komponieren. Der Text geht so schnell wie die Musik. Dies lässt zwar nicht mit Sicherheit bestätigen, doch jedoch bleibt es eine nette Geschichte über die Entstehung dieses Stückes. In Anbetracht der Zeit, die Chopin in Nohant verbracht hat und der Art der Beziehung zu Sand während dieser Zeit, kann man durchaus vorstellen, dass Chopin vielleicht mehr Zeit allein als mit dem Sand und ihrer Familie verbracht hat. In diesem Sinne vermittelt das Stück einen flüchtigen Eindruck von Chopins Einsamkeit während seiner letzten Tage in Not. Und vielleicht steckt hinter der Entstehungsgeschichte viel mehr Wahrheit als vermutet. Oh mein Gott, der Text war viel zu schnell. Tut mir leid, ich konnte das nicht lesen. Ihr vielleicht auch nicht. Der war viel zu schnell. リタルダンとはこっちの方向だもの。そうだね。兄ちゃんもきっとアジトで待ちくたびれてるかもしれないな。山でそうなんなんて断トツ嫌だべ。アゴゴの森が恋しいべ。全くです。十分準備をしてから出発しましょう。 Genau, wir brauchen enge Trompete und Heilungsmittel und einen schönen warmen Mantel und einen Speicherpunkt. Herrgott, nochmal. Aber ich werde noch zurückgehen ins Schloss, um dementsprechend die Partituren zu holen. Wo ich irgendwie noch nicht habe. Das Schloss ist hier oben. Wo ist der Speicherpunkt? Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich muss Feierabend für heute machen. Das geht aber nicht mehr. Scheiß Spiel, scheiß Bosskämpfe. Ich kann sie nicht leiden. Nein, ich kann sie einfach wirklich nicht leiden. Sie sind Kaka. So, dann gehen wir mal hier rein und hoffen auf einen... Ja, da komm einfach mit der Leiter oder mit der Treppe einfach wieder nicht mehr hoch. Ja, alles klar. Oh, Schloss Barock, Erdgeschoss, große Halle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder wo ein Speicherpunkt war. Ich glaube, da drin könnte einer gewesen sein, aber ja. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu einem Speicherpunkt, speichere da und bin glücklich. Ciao.